Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Papst Franziskus hat das sogenannte päpstliche Geheimnis bei der Verfolgung von Missbrauchsstraftaten abgeschafft. Eine heute veröffentlichte Instruktion nimmt kirchliche Strafverfahren zu sexuellen Handlungen unter Gewalt, Drohung oder Amtsmissbrauch, sexuelle Handlungen mit Minderjährigen, Besitz und Verbreitung von kinderpornografischem Material sowie Vertuschung vom Siegel besonderer Geheimhaltung aus. Bereits beim Kinderschutzgipfel Ende Februar im Vatikan hatte unter anderem der Münchner Kardinal Reinhard Marx die Anwendung des päpstlichen Geheimnisses bei kirchlichen Prozessen gegen Missbrauchstäter in Frage gestellt. Das bischöfliche Hilfswerk Miserior begrüßt die Einigung im Klimapaket zwischen Bund und Ländern. Deutschland habe eine im Durchschnitt hohe Pro-Kopf-Belastung, was den CO2-Verbrauch anbetrifft. Daher habe die Bundesregierung auch eine besondere Verantwortung, sagte Annika Schröder von Miserior am Morgen im Domradio. Das bringt sehr viel, weil wir das Pariser Klimaziel nur erreichen können, wenn jede Regierung auf dieser Welt, jedes Unternehmen auf dieser Welt und jeder Einzelne auf dieser Welt seinen Beitrag leistet. Annika Schröder von Miserior im Domradio. Im Jahr 2017 produzierte ein Einwohner Deutschlands durchschnittlich 9 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Der Wert der weltweiten Pro-Kopf-CO2-Emissionen liegt im gleichen Jahr bei etwa der Hälfte, nämlich 4,8 Tonnen. Deutsche Rüstungslieferungen an die Türkei sorgen bei den beiden großen Kirchen für Kritik. Der türkische Einsatz von Leopard 2 Kampfpanzern auf syrischem Territorium zeige, dass dort mit deutschen Waffen Krieg geführt werde, sagte Martin Dutzmann, der evangelische Vorsitzende der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung in Berlin. Obwohl Bundeskanzlerin Angela Merkel den völkerrechtswidrigen Einmarsch der Türkei in Nordsyrien als humanitäres Drama mit großen geopolitischen Folgen bezeichnet habe, erhalte die Türkei weiter Waffen aus Deutschland, monierte Dutzmann. Von Januar bis August habe die Türkei Kriegswaffen für 250,4 Millionen Euro erhalten. Der Deutsche Caritasverband ruft Deutschland und andere Staaten zu einer großzügigeren Aufnahme von Flüchtlingen auf. Noch nie habe es so viele Menschen auf der Flucht gegeben wie heute, sagte Caritas-Präsident Nea. In Lagern in Libyen oder auf den griechischen Inseln sei die Lage furchtbar. Das dürften die verantwortlichen Politiker nicht ignorieren. Eine Politik der Abschreckung gegenüber Migranten bezeichnete Nea als unmenschlich. Das globale Flüchtlingsforum tagt noch bis morgen. Bei dem Gipfel werden hochrangige Staats- und Regierungschefs erwartet. Papst Franziskus begeht heute seinen 83. Geburtstag. Besondere Feierlichkeiten sind nicht geplant. Traditionell ist der Dienstag für den Papst ein Tag mit keinen oder wenigen offiziellen Terminen. Gestern nannte der nun 83-jährige Papst das Alter eine Zeit der Gnade, die durch den Dialog mit jungen Menschen gekennzeichnet sein sollte. Den brauche es, damit eine Gesellschaft gerechter, schöner, solidarischer und christlicher werde, so Franziskus bei einem Treffen mit Vertretern des italienischen Seniorenverbands, ehemaliger Arbeiter.